It's time for World Underground Wrestling. Lass mich mal reden, geht das überhaupt? Gut. Das weiß ich nicht, ob das geht. Das halt die Groschen, ey, ich kann das sehen. Halt soll die Groschen. Zu wie also, Alter! Woran erkennst du das am Stierband oder was? Ist offensichtlich, aber das ist was anderes. Ich glaube, das ist die Ketten. Ich hab Mirko herausgefordert. Wirklich? Entschuldigung, ich übersetze. Ja. Der Mirko. Der Mirko hat eine Promo gemacht und hat gesagt, ich zitiere: Mein Gegner? Sieg Bubblegum. Was ist ein Sieg Bubblegum? Mirko! Du brauchst ein bisschen mehr Liebe, ein bisschen mehr Frieden. Und weißt was? Die Frage, wer der Sieg Bubblegum ist, Mirko, das ist die Frage deines Lebens! Peace! Wo ist er jetzt? Wo ist der Mirko? Der Mirko! Ich hab gesagt, ich werde auf ihn warten! Ubika Mirko! Mirko! Meine Brüder und Schwestern, sie haben eine Frage und das ist die Frage des Lebens! Corona! Wenn ich rede, bist du gusch? Bleib beim Pratatum! Die Fresse! Abracadabra, wer ist wieder da? Der Jumbo! Wer? Der Jumbo! Was? Der Jumbo! Und jetzt zu dir, Sick Bubblegum. Heute ist der Tag der Abrechnung. Du kommst hierher, beleidigst mich, willst so sein wie ich, aber du hast keine Chance, du kannst nicht so sein wie ich. Meine Brüder und Schwestern schauen dich an und denken sich, was in Gottes Namen ist das? Was ist das? Ich sag euch, was er ist. Stück Scheiße, mehr nicht. Warte. Ich beleidige nicht. Wir beschreiben dich. Du sagst zu mir, ich bin aggressiv. Keine Chance. Ich bin nicht aggressiv. Ich bin nur direkt. Und jetzt werde ich dir zeigen, was Sache ist. Seid ihr bereit, meine Brüder und Schwestern? Und wisst ihr warum? Warum? Weil ich der Jugo bin. Einmal ist endlich ein Kampf freigegeben, ich weiß schon nicht. Nein, Ja,
Der Sig Babelkamp hat locker 85 Kilo. Am Oberschenkel. Also die Kraft von Sig Babelkamp möchte ich haben, die 160 Kilo von mir hochzuheben. Der Pater Hippie! Also einfach eine aussterbende Rasse zu beschmutzen, schimpfen, finde ich nicht okay. Ja. Eigentlich! Das kann eigentlich schon vorbei sein. Ins Lift mit das süße Getränk neben dem Streit. Noch einmal im Ansatz zum Bodyslam. Platsch hat's gemacht und unten liegt er. Ich sag dir, die 85 Kilo vom Sig Babelkamp sind ein bisschen zu viel bei mir. Null Eigenleistung! Null! Ich hab einen Bauch gesehen. Du da, du da. Entschuldigung, so, wir konzentrieren uns wieder auf den Kampf. Mirko liegt am Boden, Sig Babelkamp. Also ich glaube, wir werden jetzt einen Mankotrops und für Akrobatik-Fans, das waren einfach zwei Kolosse. Ein Elbotrop ist eh ausreichend, das passt schon. Der war nicht mehr da. Ja. Knopf vorbei ist auch daneben. Ja, aber der Jugo ist schmerzverzehrt. Der Jugo ist schmerzverzehrt. Du redest ja noch blöder als ich. Ja eh, Absicht. Das European Uppercut. Ich bin verblüfft. Und die Oslein war angesagt. Da wie hat die dagegen gesessen. Das raubt ihm die Luft. Schöne Großlein. Ah, ja. Damit hat es eigentlich nicht wirklich wer gerechnet, dass der Mirko so unten ist. Die dritte Großlein sitzt da. Da Jungo sind die Jungo-Fans. Drei. Vier. Ah, der Kampf wird unterbrochen vom Sig Babelkamp, er hat noch nicht, er ist noch nicht zufrieden. Ja, das ist einer der schwersten Aufgaben für den Jugo. Ich glaube, die ist daneben gegangen, aber wurscht. Das aber auch. Ich ersuche die Wrestler höflichst, das Lokal ganz zu lassen. Ja, das hat jetzt die Halle um 2 Meter verschoben. Wollt ihr sehen, was ich mit dem Jugo mache? Es ist ein Köhler und keine Halle. Aber wurscht. Köhler, aber wurscht. Der Mirko sitzt da, hat den Popsch vom Juro. Jausenzeit! Ein Nougat-Frühstück! Es wäre aber ordentlich, jetzt können wir wieder uns ein bisschen bremsen, ja? Kick ins Bandball, Ohrfeige im wahrsten Sinne des Wortes. Der kommt zur richtigen Zeit. Naja, aber er wehrt sich mit seinen Vorarms und der Sig Babelkamp los. Das war ein Faustschlag, würde ich sagen. Jetzt handelt es Referee, Schiri, Entschuldigung. Danke. Ansatz. Oh, Ansatz zum Supre. Den musst du mal umgehen. Ich weiß, der Mirko tut sich schwer, jemanden rumzubringen. Kampfzeit! 4! Was ist auf der Reichsbalken passiert, war die eingestürzt. Die ist eingestürzt! Und wieder ein Berg, ja! Ja, das raubt ihm die Luft. Sig Babelkamp setzt den Jugo ganz schön zu. Gibst du auf, Mirko? Frag einmal, wo sind die Jugo-Fans? Jugo! 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 Aufgabe! Ah, der Arm fällt zum ersten Mal. Bei 3 war es vorbei. Das zweite Mal. Weiter! Das Publikum hat dem Jugo zur zweiten Luft verholfen! Elbows vom Jugo! Edward! Eine Großlein schickt sich in Babelkamp zu Boden! Mit dem Großlein war sein ganzes Gewicht drin!
85 Kilo, oder? Eine Short Clothesline, Platschers gemacht und unten liegt er. Jetzt braucht der Jugo seine Fans. Der Jugo hat keine Fans. Der Jugo hat mehr Fans als du. Das ist der Kunst. Ich hab das genau gesehen, die hat mit dem Finger aufgezeigt. Humus! Humus! Der Superkick hat gesessen. Eins, Siegbabik haben wir dann gezählt. Zwei, bis zehn muss er auf den Beinen sein. Jetzt ist ja auch Bubblegum-Fans. Bubblegum, das ist immer zu lang. Sieg. Ja, aber auf den Nacken ist gegangen. Und schon wieder. Also, die ist gesessen. Was daneben? Was daneben? Jetzt zwei! Jetzt ist vorbei! Drei! Die Zähne vom Bubblegum sind am Drogenmarkt. Wie viel kosten die? Sechs! Sieben! Bubblegum! Komm auf, steh auf, Sieg, du schaffst das! Neun! Zehn! Aus! Sieger dieses Kampfes nach drei Superkicks! Nach 8 Minuten Führzeit! Unser Jugo Betrugo! Habt ihr gesehen? Ja! Habt ihr gesehen? Ja! Ich habe ein Geschenk für euch! Ja. Nur für euch! Hallo Jugo! Er nennt sich Sick Bubblegum, aber ich gebe ihm neuen Namen. Seine neue Name. Banana Boy! Wie Gott, es geht nicht! Banana Boy, was ist los? Banana kommt aus deinem Mund, du schierer Hund! Am Ende schaut aus wie eine Fata Morgana, Abracadabra, nix mehr da! Tschüss, Papa! Jugo zu sein ist ein Gesetz, wer es verletzt, wird zerfetzt! Da steht sogar im Grundgesetz. Wegen Österreicher wäre ich sein Kaiser. Und wisst ihr warum? Weil ich der Jugo bin. Das war ja alles schön und gut, aber ein unschuldiges Obst zu verunglimpfen.